heute Morgen, also heute Mittag eigentlich schon, gegen 11:45 hier in Stuhr-Brinkum an der Autobahnabfahrt Brinkum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Sattelzug ist hier in der Kurve, aus der Kurve getragen worden, umgestürzt und auf der Mittelleitplanke zum Liegen gekommen. Dabei ist das Fahrerhaus stark eingedrückt worden und der Fahrer war in dem Führerhaus eingeklemmt, sodass die Feuerwehren Brinkum und Großmarkenstädt hier alarmiert wurden, um ihn aus seiner Lage zu befreien, damit er mit dem Rettungsdienst dann versorgt werden kann und ins Krankenhaus gebracht werden kann. Dem Fahrer geht es in Relation zu dem Unfall, den wir hinter uns sehen, relativ gut. Er hat zwar Verletzungen natürlich erlitten bei diesem Unfall, konnte aber zum Beispiel seine Beine, nachdem er befreit wurde, komplett bewegen. Das heißt also, er ist ins Krankenhaus gebracht worden. Er wird sicherlich auch im Krankenhaus bleiben müssen, erstmal für die Untersuchungen, vielleicht auch über Nacht. Aber im Vergleich zu dem Unfall, den er hier erlebt hat, ist auf jeden Fall für ihn das heute glimpflich abgelaufen. Ja, das Führerhaus ist genau mit dem Fahrerbereich auf die Leitplanke gefallen, ist also im Dachbereich sehr stark eingeknickt und der Fahrer konnte sich also nur durch zur Seite wenden im Prinzip retten. Er ist dann mit dem Fuß eingeklemmt gewesen unter der gesamten Pedalerie. Wir haben das Lenkrad des LKWs raustrennen müssen und hatten dann die Chance, sein Bein aus dieser Lage zu befreien. Dann war er quasi aus dem Führerhaus gerettet und konnte dann durch den Rettungsdienst weiter versorgt werden.